So, herzlich willkommen Teil 2. Wir schauen uns jetzt an, wie wir denn am besten ein Video auf dem Smartphone oder dem Tablet später ansehen können. Und wir bleiben nochmal auch in Teil 2 bei diesem schönen Video, den wir auch Frau Ritter als Gebärdendolmetscherin hatten. Und wir schauen es uns jetzt einmal an. Ich suche mal die Stelle, wo wir sie denn auch haben. Ja, da wäre es jetzt. Sie würden zuschauen, Sie würden sehen. Natürlich können Sie jetzt noch mal alle Kommentare denn hier denn lesen. Das ist aber nicht das, was wir unbedingt haben wollen. Wenn Sie jetzt hier auf diesen Pfeil, auf dieses Quadrat hier denn gehen, sehen Sie, schwenkt ihr das Video sofort in den Bereich 16:9 und Sie haben es in einer weitaus besseren Größe, die Sie ansonsten ja mit der normalen Ansicht 9:16 auf einem Smartphone nicht haben. Und jetzt ist es auch einfacher, sich zu konzentrieren auf die einzelnen Akteure in diesem Video. Und leider Gottes haben wir jetzt bei Facebook immer nur diese Sendequalität, mit 720p, wenn es denn ein Livestream war, wie hier, das man dann später sehen kann. Aber Sie merken es natürlich, es ist schon ein gewaltiger Unterschied, Videos zu sehen. So ist es hübsch. Allerdings ist die Gebärdendolmetscherin sehr schwer zu erkennen. Das wollen wir nicht. Ganz anders nun ist es denn bei YouTube. Und das schauen wir uns jetzt gleich einmal an. Und jetzt willkommen bei YouTube. Wir haben die App geöffnet. Wir hatten uns nochmal jetzt, um keine Verwirrung zu stiften, das gleiche Video ausgesucht, das wir eben in Facebook hatten. Und auch hier sehen Sie normalerweise, wenn Sie innerhalb des Smartphones die App öffnen, dass gerne immer dieses Format 9:16 kommt. Und damit können Sie natürlich auch gerne sich das Video ansehen, so wie wir es eben gesehen haben. Der gravierende Unterschied, den Sie jetzt gegenüber dem Video in Facebook haben, ist, dass Sie zum Beispiel die Qualität des Videos einstellen können. Also je nachdem, wo Sie sich befinden, wie Ihre Internetverbindung ist, wie auch die Qualität Ihres Bildschirms und so weiter ist, dann kann man hier von 144 Pixel bis zu 1080 mal 1920 den einstellen. Das ist Full HD, so wie Sie es immer kennen. Und wenn Sie dann jetzt denn sehen, ist natürlich die Full HD Auflösung immer die effizientere, bessere. Da korrigiert YouTube sofort nach. Und natürlich auch hier, wenn Sie auf diesen Quadrat drücken, springt das Video sofort in die normale, von Ihnen gewohnte Position 16:9. Und Sie können das Video dann auch hier in Full HD denn halt sehen. Und natürlich, wie Sie wollen, ich sag's mal generationsbedingt, vorspulen oder zurückspulen. Ja? Vor- und Zurücklauf, das heißt, auch hier können Sie sich nochmal, wenn Sie wollen, nochmal eine Szene angucken, nochmal nachhorchen oder sich in die Erinnerung rufen, was Sie gerade interessiert hat. Oder natürlich, wenn Sie es irgendwann weitersehen wollen, machen Sie mal eine kleine Pause und Sie können dann, respektive YouTube startet dann nochmals an dieser Stelle denn ein, bei der Sie geendet haben. Und so würde ich sagen, haben Sie doch schon so ein paar kleine Tipps und Tricks beim Smartphone, wie Sie einen Videogenuss steigern können und wie Ihnen letztendlich die Bildqualität denn
näher kommt, um den Gebärdendolmetscher respektive hier unsere Gebärdendolmetscherin effektiv und in einer wunderbaren Auflösung zu sehen. Das wäre es denn jetzt soweit zu diesem Thema mit den Smartphones. Weil wo finden Sie unsere Livestreams? Sie finden sie in Facebook oder auch gleichzeitig natürlich hier in YouTube. Ich hoffe, der ein oder andere kleine Tipp hat Ihnen geholfen und zumindest immer Full HD beim Sehen Ihrer nächsten Videos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.